Hier gibt's bestimmt eine Menge zu entdecken. Gehen wir erstmal hier hoch. Da kommen wir nicht weiter. The round things. Die runden Dinger sind auch wieder dabei. Ist ja schön. Nicht ganz die klassischen, eher die neueren. Hier können wir rein. Living Quarters, also der Bereich zum Wohnen. Die Wohnquartiere sozusagen. Was haben wir denn hier? Ah, wie cool. Stone Desktop Theme. Ah, es scheint auch noch verschiedene Desktops zu geben. Desktops für die, die Doctor Who nicht kennen. Das sind die Benutzeroberflächen, quasi der Raum. Der Raum, der verändert sich, aus dem wir gerade kamen, der sieht dann anders aus. Da scheinen wir hier einige zur Auswahl zu haben. Nordic, warte mal, das sind ja 1, 2, 3, 4, 5, 5 verschiedene. Das ist heftig. Ja, das ist auch super. Na, wer kennt's? Was ist es? Ihr dürft es gerne in die Kommentare schreiben. Ich habe schon erkannt, was es sein soll. So, was ist das denn hier? Armory. Also die Waffenkammer. Oder wie? Aber Armory wird auch anders geschrieben. Das ist wahrscheinlich ein anderes Wort. Ich guck mal rein. Ein anderes Wort, was ich nicht kenne. Oha. Ist das denn? Sieht so ein bisschen aus wie ein Winterfeste, dieser Brunnen. Beziehungsweise, das ist hier so ein bisschen so aufgebaut wie ein Winterfeste in der Akademie. Wir brauchen hier den Screwdriver für. Ja, den müssen wir uns dann wohl nochmal holen. Dann kann er halt nicht mehr so stilecht hier in der Konsole drin stecken. Wo ist er denn? Dort. Zack. Haben wir dabei. Wunderbar. Jetzt bin ich mal neugierig. Was gibt's denn hier? So. Und geöffnet. Ach, da oben scheint auch noch irgendwas zu sein. Man da auch noch hinkommt? Gucken wir. Wow. Oh. Jetzt habe ich mich so ein bisschen erschrocken, wie ich sein soll. Steht da auf einmal eine Puppe, ey. Jetzt erschrecke ich mich schon in Skyrim. Darf doch nicht wahr sein. Waffenständer ist hier. Sehr schön. So eine Kommode. Was ist das denn? Ah, guck mal, so Saves im Prinzip. Ach, das haben sie ja richtig cool gemacht. Das haben sie ja richtig cool gemacht. Das sind im Prinzip diese Dwemer-Kisten im Schrank aufgebaut. Das ist eine richtig gute Idee. Sehr schön. Da hat man ja richtig viele Möglichkeiten, seine Items schön aufgeteilt dort zu bunkern. Sehr schön. Und hier auch nochmal. Jawohl. Ach du liebe Zeit, da hat man ja Möglichkeiten. Unfassbar. Bestes portables Haus ever. Also, ich habe da ja schon noch ein paar andere portable Häuser gesehen. Also portable Häuser für die, die jetzt nicht wissen, was es ist, sind Häuser, die man mitnehmen kann quasi. Oder die man zu sich rufen kann. Und boah, wie viel Platz man hat. Ich meine, das sind jetzt alles hier Copy-Paste-Räume, ist klar, aber trotzdem. Das ist ja, das macht es für einen selbst ja. Was ist das denn hier? Ein Knopf? Ein roter Knopf? Da will man doch draufdrücken. Was macht der denn? Aber da gucken wir gleich mal. Ich möchte erstmal nach oben gehen, bevor ich hier irgendwas auslöse, was nicht mehr rückgängig zu machen ist. Ja, wird schon nichts so Schlimmes sein, aber trotzdem. Und hier, ach, guck mal, hier ist. Ach nee, ich dachte schon, hier wäre so ein Fahrstuhl oder sowas. Ja, ich komme aus der Begeisterung gar nicht mehr raus. Das Kind in mir lacht. Das ist Wahnsinn hier. Ah, noch mehr Copy-Paste-Räume. Okay. Haben wir alles schon gesehen. Hier kommen wir nicht raus. Schade. Vielleicht kommt da ja später noch was. Ich weiß gar nicht, ob der Modder schon mit seinem Projekt fertig ist. Viele arbeiten ja noch viel länger dran. Und naja, ich packe den Link ja in die Beschreibung. Da könnt ihr ja mal selber reinschauen. So, jetzt bin ich aber mal dafür, dass wir den roten Knopf drücken.
sehr gespannt, was das bringt. Ich speichere mal lieber vorher. Sicher ist sicher. Hier drüber. Und zum Schornina. So. Ach. Ich meine, okay. Ja, habe ich jetzt mehr erwartet. Cool ist es trotzdem. Wie gesagt, ich mag solche Kleinigkeiten. Finde ich immer schön, sowas. Das ist dann so, das fehlt mir auch heutzutage so in den neueren Spielen, so diesen typischen, wie sagt man, Casual-Spielen. So Kleinigkeiten, die fehlen mir einfach. So Kleinigkeiten zu entdecken, zum Entdecken, wo man sich darüber freuen kann, dass man es entdeckt hat und selbst wenn es nicht viel bewirkt, es ist ja schön. Solche Kleinigkeiten, das ist die Liebe, die da im Detail steckt und genau sowas mag ich ja. Architectural Reconfiguration, eine architektonische Rekonfiguration. Ah ja, was auch immer das bringt, ich drück mal drauf, was soll's. Sonstiges. Ah, hier können wir noch einen TARDIS-Key herstellen. Dafür brauchen wir aber einen Stahlbarren und einen Quecksilberbarren. Habe ich jetzt beides leider nicht. Naja, wozu auch? Ich meine, ein Schlüssel reicht ja. Wir brauchen keine zwei Schlüssel. Naja, vielleicht können wir es ja später einem unserer Companion geben. Wenn ich einen Begleiter dabei habe. Mal schauen, einfach nur just for fun. Ah, hier haben wir ein paar Schreine. Der Doktor hat wohl also auch die Götter hier angebetet. So, so, was man nicht alles so herausfindet. Was haben wir hier noch? Ein paar Schalter. Zack. Aktivieren wir die doch mal. Gucken, was das so bringt. Könnte eigentlich auch mal so ein bisschen so rennen. Für diejenigen, die. Ich habe übrigens lange überlegt, ob ich den Anfang von Skyrim euch allen zeigen soll, sprich wirklich in die Playlist. Aber ich mache da jetzt zwei separate Playlists. Eine Playlist mit den zwei Videos des Intros etc. Bliblablub. Für diejenigen, die das nicht gesehen haben mit dem Intro, das ist übrigens der Charakter, den ich mir erstellt habe. Eine Dunkelelfin. Handsome Shaunina habe ich sie genannt. Handsome Shaun geht ja schlecht für eine Frau. So. Wäre ich beinahe runtergeknallt. Das hat jetzt was gebracht. Passiert da noch was? Ich gehe mal dahin. Vielleicht passiert dann was. Lauf, lauf. So. Wow! Gallifreyan Regeneration hinzugefügt. Ach, guck mal an. Was ist das denn? Da muss ich direkt mal nachschauen. Ja. Aktive Effekte hier. It feels like dying. Everything I am dies. Some new man goes sauntering away and I'm dead. Ja, das ist ein Zitat aus der Serie. Heißt übersetzt, es fühlt sich an wie sterben. Jedes Mal, wenn ich sterbe, läuft ein anderer Mann davon und ich bin tot. Ja, so grob übersetzt. Naja, wir sind ja kein Mann, wir sind eine Frau, aber offensichtlich haben wir jetzt die Regeneration eines Time Lords. Sehr schön. Kann auf jeden Fall nicht schaden. Living Quarters. Waren wir nicht gerade schon in Living Quarters? Ich meine, das sah doch aus wie Living Quarters. Naja. Obwohl, da kann man nicht pennen und so. Ah, das ist hier ein bisschen mehr Skyrim optisch gehalten, wie ich schon sehe. Eine Truhe, Gerbgestell, sehr schön. Kochtopf, Schleifstein, Amboss, Schmelzhütte, hier hat man ja alles. Alles hat man hier. Kann man sogar Holz hacken, Werkbank, Alchemielabor, Arkaner Verzauberer, Wahnsinn. Ektoplasma, Knoblauch, ich lasse das mal liegen. Einfach nur aus optischen Gründen. Wir finden da auch später mit Sicherheit auch so genug von. Jawohl, sehr schön. Hier haben wir noch zwei Schränke, Kleiderschränke. Ach, guck mal. Da scheint was drin zu sein. Ein feiner Hut. Schade, ich habe so ein bisschen gehofft, dass da irgendwas Doctor Who bezogenes drin ist. Ne, leider nicht. Man kann auch nicht alles haben. Das ist schon eine ziemlich geile Mod, muss man einfach mal sagen.
The Barbed Butterfly Room. Der Schmetterlingsraum. Okay. Ach. Okay. Wir kommen nach draußen durch die TARDIS oder. Ach, das ist in der TARDIS sehr wahrscheinlich ein Raum. Sehr schön. Kleines Flüsslein ist hier auch. Ohne Fische, ohne Meeresgetiere. Macht nichts. Ein Bäumchen, mit dem irgendwas machen kann. Anklicken kann man den nicht. Okidok. Ist hier sonst noch irgendwo was? Kann man da hinten hoch vielleicht? Gucken kostet nichts. Nee. Naja, bei Skyrim oder überhaupt bei der Elder Scrolls-Reihe, da kann man ja überall so ein bisschen rumtricksen, um dann doch hochzukommen. Ich glaube, das ist hier so jetzt nicht gedacht. Also versuche ich es mal gar nicht weiter. Und ja. Wofür könnte man den Raum denn hier nutzen? Was bringt er denn? Ich meine, außer dass er hübsch aussieht, könnte man eigentlich mal so, was man so an Mods zum Beispiel bekommt, Techniken, Zauber etc., hat man hier so einen kleinen Raum, in dem man experimentieren kann. Ein Experimentierraum, ja. So nenne ich das jetzt mal hier. Ein Experimentierraum. Zack. So, alles klar. Reicht mir schon. Hier gibt es ja sonst offensichtlich nichts. Noch mal ein bisschen gucken. Bevor der ein oder andere meckert. Ist ja gar nicht richtig geguckt. Ja, mag sein, aber mal ganz ehrlich, ihr seht doch hier auch nichts, oder? Also ich sehe hier nichts. Soll mir dann erstmal genug sein. Ich denke mal, das ist auch wirklich so ein Raum, den man einfach nur hübsch finden soll oder eben zum Experimentieren nutzen kann. So, haben wir hier sonst noch was? Nee, ich glaube, das war's dann soweit von der TARDIS. So. Ich würde sagen, wir nutzen mal. Wir versuchen mal hier, wo war denn die Schnellreise? Oder ich drück mal einfach hier so ein paar Schalter. Zack. Was? Wir heben ab. Direkt den richtigen Schalter erwischt, oder wie? Ah, dieser Soundtrack alleine schon episch. Episch. Ich sag's euch. Use the red levers. Machen wir doch. Zack. Use the Helmet Regulator. Okidok. Wir fliegen jetzt quasi mit kleiner Anleitung die TARDIS. Time Rotor Handbrake. Jawohl. Was? Zack. Und die rechten Hebel. Ach, da war ich doch schon. So, sind wir auch irgendwann mal da? Ich weiß gar nicht, wo wir jetzt hinfliegen. Ah, das ist so aufregend. Ah, wir sind gelandet. Der Sound geht noch weiter. Da scheint auch irgendein Bug zu sein. Eigentlich müsste die jetzt den Landesound abspielen. Egal, wir gehen trotzdem mal raus und schauen mal, was uns erwartet, wollte ich gerade sagen, aber irgendwie kommen wir gar nicht raus. Ja, da sind wir direkt schon einem Bug begegnet. Ich drücke einfach mal nochmal auf Spacetime Throttle. Wir heben nicht nochmal ab. Das ist jetzt ärgerlich. Ich drücke mal hier einfach ein bisschen rum. Vielleicht passiert noch was. Oder hier vielleicht. Das nehme ich mal mit. Ach, Fast Return Switch. Man kann das hier also auch noch zurücksetzen. Ach, das ist ja super. Guck mal eben. Müssten wir jetzt eigentlich wieder im Tempel sein? Was? Was zur Hölle? Das ist doch. Ist das jetzt hier unsere? Enter the TARDIS. Was? Was? Was?
Guck mal hier, das Symbol, das sieht auch anders aus. Das ist nicht so schön weiß hier und mit schwarz und so, ne? Also weißer Hintergrund auf mit schwarzer Schrift, das sieht ja anders aus. Enter, Exit. Ich glaube, ich bin hier in irgendeinem Buggy-Glitch-Raum oder. Was ist zur Hölle? Wahnsinn. Jetzt bin ich mal echt neugierig, was man hier so treiben kann. Soll ich den angreifen? Mach mal eben noch. Was ist das denn? Er tut uns gar nichts. Scheint irgendeine wabernde Energie zu sein.